So. Na dann, schauen wir mal, was der Sven für uns hat. Ja, der Maurus ist noch ein bisschen schüchtern, der braucht noch ein bisschen. Ich war gerade noch bei Los Santos Customs. Ach, jetzt suchen wir rennen. Zu dritt, okay. Oh, das kann das ein bisschen. sein. Hä? Da wird jetzt aber zwei Teams, das heißt ein Zweierteam, eine alleine, eine Solo-Nummer. Du musst schon drei Teams einstellen. Ja. Das macht sonst keinen Sinn. Also es wird jetzt darauf hinauslaufen, dass. Okay, Sven und ich gegen Markus. Ja, jetzt zum Einstellen ist es spät. Ja, dann spielen wir es jetzt so, damit wir dann beim nächsten Mal das umstellen. Was ist los? Alle Teams müssen ausgeglichen sein. Es gab nicht genug Spieler. Ja, wie gesagt, bei zwei Teams ist es 2 gegen 1. Okay, dann merkt das Spiel selber, dass es dann ein wenig unfair sein könnte. Perspektive wechselt. Verstehe ich nur. Bitte. Bitte was? Alles gut mit dir? Die Musik hier bei GTA. Bitte. Bescheuert. Ich dachte, das sind jetzt wieder irgendwelche Anfälle, von denen wir nicht wissen. Wo die Nee, nee, Tabletten es noch ist nicht einfach. erforscht sind. So, sind wir jetzt gebraucht. Ja, keine Ahnung. Hier in meinem Bunker wird rumgehustet, alle haben Corona. Ich bin hier voll. Ich bin hier ziemlich am Arsch der Welt. Und das ist ausnahmsweise mal nicht der von Sven's Charakter. Echt übelst weit weg. Die ganze Action hier geht in der Stadt, weißt du? Ich rufe mal meine Versicherung an. Mal gucken, ob ich ein paar Autos zurückkriege. Ich kriege hier gar nichts hin, Alter. Hello, this is Morse Mutual Insurance. I'll look into it. So, lass mich raten. Ich konnte zwei Autos anfordern und der Rest sagt dann, ruf später wieder an.
Oh Mann, das kann doch nicht sein heute. I think we can do that. Was ist da los? Ach, ich bin zu doof zum Schießen. Was wird hier? Jetzt will ich einfach mal die Liste haben, wo alle Autos draufstehen, damit dann einfach alles reingerutscht. I think we can handle that. Ist klar, ich treffe den nie und der trifft mich. So ein Schwachsinn-Ding. Was machst du überhaupt? MMI, we expect the unexpected. I can do that. Was machst du auch, Sven? Bist du irgendwie mit wem am Rumbetteln oder was? Na klar. Brauchst du Hilfe? Sollen wir vorbeikommen? Ach, für euch ist eh kein Verlass. Ernsthaft? Ja, ist klar. Der schießt auf mich und ihr kommt an und wollt mich killen. Ihr seid da irgendwelche Affen hier. Komm. Ja, 4-0. Wollen wir weitermachen? Komm. Ich werde das Spiel beenden. Okay, ich wollte eigentlich gerade einen Job starten, aber irgendwie schickt er mich immer wieder zurück. Irgendwie, weiß nicht, spackt gerade geht ja rum. Jetzt soll ich Moody Mann abholen? Natürlich, jetzt kommt der Affe mit dem Avenger. Ihr wollt mich doch heute echt verarschen. Ich sollte GTA echt sein lassen. Ach, was? Nö, es muss das letzte Mal sein heute. Quatsch. Jetzt vielleicht auch fleißig mit uns mit wieder. Morgens, du holst jetzt diesen Moody Man ab, oder wie? Muss ich ja leider. Weil ich jetzt so gezwungen. Ich wollte ja was starten, aber irgendwie ging das nicht.
faster than each other. It's Premier Horse Racing at the inside track. Sieben, ich habe 1000 Erfahrungspunkte am Glücksrad gewonnen. Weil ich das Auto gerade gehabt hätte. Habt ihr gerade eine Rettung bei euch? Ja, mit höchster Geschwindigkeit oder was auch immer. Ich bin immer noch mit Moody Man unterwegs, ja. Ja, natürlich. Das ist nicht mein Auto. Jetzt habe ich mal die höchste Geschwindigkeit gesetzt. Oder auch nicht. Also mit 200 km/h. Schade, ich war dran. Ich habe 201,7. Hä? Bis auf Platz 1? 2. Aber weil einer noch schneller war und dann, ich hatte gerade über 201 km/h, da kam scheiß NPC von der Seite. Und da haben wir in die Karre. Das Problem in der Stadt ist es schwierig. Ich fahre den Wagen mal auf die Autobahn und kann es vielleicht ein bisschen einfacher. Gut, das war 210. Ja, ich hatte 202,3. Diese scheiß NPCs, weil die mir jedes Mal ins Auto fahren. Weil die jedes Mal ihre scheiß Spur wechseln. Das ist über 220 km drauf. Und dann wechseln die instant die Spur. Der nächste, meine Fresse. ja. Ich komme nicht ran, ich bin Zweiter. Genau, die geht nicht so schnell, wie ich das will. Ich fahre nur an die 200 knapp. Boah, meine Fresse, ich hasse das, ey. Ohne zu gucken, wie man für die Spur zu wechseln.
Ja, ich war Zweiter. Alter, ich hab das schnellste Auto auf der Welt und dann komme ich nicht in den Knick. Das ist der Hammer. Ach ja. Let me know, let me know. Ja, keine Chance, ich werde nicht. Ich werde die 225 von dem Typen nicht knacken. Jetzt habe ich noch einer überholt, jetzt bin ich sogar eine Vierter, ein Dritter noch. Der hat den sogar geholt mit 225,9. Dritter bin ich geworden. Und hab dafür 6000 gekriegt. Aber egal. Alter, das Spiel hasst mich gerade. Was ist los? Nee, ich habe das schnellste Auto, was passiert? Ich lande in den Baum, krieg die Karre nicht frei und da kann ich sie nachbestellen. So sinnlos. Ja, wie gesagt, bei mir sind es, wenn ich versuche die Geschwindigkeit zu fahren. Ja, und dann wird es noch versenkt. Ist klar. Kleine irgendwelche scheiß NPCs in die Karre, weil sie dann irgendwie meinen, von ganz links rüberziehen zu müssen, nach ganz rechts oder sowas. Ja, Markus, wie weit bist du mit deinem Job? Ja, ich bin schon fertig, aber keine Ahnung, was wir jetzt noch machen sollen. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen was machen. Eine Kontaktmission oder was auch immer. Besser als hier jetzt ohne irgendwie was zu tun rumzusitzen. Ja, meiner Meinung nach. Oder sollen wir noch mal einen anderen Überlebenskampf starten? Nee. Nee, Überlebenskampf auf jeden Fall nicht.